Es ist das Spiel der Spiele für den VfB Mühlhausen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Playoff-Halbfinale und jetzt eben in eigener Halle gegen den ersten FC Saarbrücken Tischtennis. Vollbesetzte Ränge, schon seit Tagen war die Partie ausverkauft. Und jetzt gilt es natürlich für die Mann in Gelb, möglichst das Ergebnis aus dem Hinspiel wieder wettzumachen. Denn da gab es eine 3-0-Klatsche in Saarbrücken. Wenn der Postexpress noch Richtung Frankfurt fahren will zum Finale am 11. Juni, dann braucht es jetzt eben einen Erfolg, um ein drittes Match zu erzwingen. Den Anfang macht Ovidiu Ionescu gegen Darko Jorgic. Und Ionescu zunächst mit der Chance, den ersten Satz zu gewinnen. Das klappt auch und schon ist die Halle da. Und das gibt natürlich jetzt Selbstvertrauen und Rückenwind. Ionescu sehr, sehr druckvoll. Jorgic mächtig unter Druck. Ja, und ihm gelingt Ionescu. Er kann auf 2-0 erhöhen. Das wäre natürlich schon ein echter erster Big Point, wenn er hier gegen Jorgic gewinnen könnte. Aber der kam dann besser ins Spiel. Wir sehen es hier, schöner Punktgewinn von Darko Jorgic. Führt dann auch 8-6. Machte dann auch weniger Fehler in dieser Phase des Spiels. Das erste Mal seit langer Zeit, dass Jorgic den langen Ballwechsel für sich entscheidet. Und schon 6-9. Ich glaube auch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Sicherheit in die Bälle. Wir sehen es, die Platzierung gut, aber Ionescu kämpft sich wieder ran, 10-10. Ganz entscheidender Moment jetzt hier, Jorgic wieder mit der Möglichkeit, den Satz zu gewinnen. Der war aber dran, der Ball von Ionescu. Da gucken wir nochmal hin in der Wiederholung, glaube ich. Ja, hier kann man es nochmal sehen. Also der Ball streift hinten das Weiße und damit doch noch drauf. Aber Jorgic mit der nächsten Chance beim 12-11. Und da ist der Punkt, nur noch 2-1 Führung für den Postler Ovidiu Ionescu. Ja, sehr gute Ballwechsel. Sensationell, ja. Den Winkel muss man so erstmal spielen. Ja. Und jetzt für Ionescu wichtig, dran zu bleiben hier. Ja, und wir sehen es. Ionescu jetzt nicht mehr so sicher wie am Anfang. Kann auch seine Angriffe nicht immer durchbringen, weil Darko Jorgic ordentlich aufgedreht hat im Verhältnis zu den ersten beiden Sätzen. Verteilt jetzt auch mal schön die Bälle. Oh, schade. Hat er eigentlich gut gekämpft, Ionescu. Aber jetzt Jorgic derjenige, der die langen. Ja, und dann der Ausgleich in Sätzen. Jetzt natürlich mental, gerade für Ionescu, schwierig. Er weiß, er muss ja hier gewinnen eigentlich, um seinem Team einen guten Start in dieses Duell zu verschaffen. Aber Jorgic beflügelt natürlich jetzt auch von der Aufholjagd. Ja, und den macht er. Schafft es hier und sorgt für die 1-0-Führung für die Gäste aus dem Saarland. Der Druck natürlich immer größer jetzt auf Irving Bertrand. Der junge Franzose bekommt es mit Patrick Franziska zu tun. Sehr gut passiert. Guter Ball. Und er legt den Ball hier schön mit der Rückhand ab. Tolle Platzierung. Ganz kurz hinter das Netz. Boah, und Franziska hier wieder mit einem tollen Punktgewinn. Bertrand spielt wirklich gut, aber Franziska spielt noch den Tick besser an diesem ersten Satz. Ja,
und jetzt mal längere Ballwechsel. Haben wir ja im ersten Durchgang gar nicht gesehen. Da ging es ja meistens nach dem ersten oder zweiten Topspin. Ja, ein guter Ball. Oh ja. Unaufgeregt. Boah, und da sitzt natürlich die Vorhand. Also Patrick Franziska mit einer sehr, sehr guten Vorstellung bis dahin. Sicherlich der Favorit in diesem Spiel, keine Frage. Aber vor dieser Kulisse, in dieser kleinen, engen Halle, da muss man erstmal gewinnen. Auch gegen einen Erwin Bertrand, der sicherlich noch eine große Zukunft vor sich hat, der in dieser Saison schon oft überzeugt hat, der tolle Aufschläge hat vor allen Dingen auch, mit denen er gut ins Spiel oftmals kommt. Aber Patrick Franziska, der wird hier seiner Favoritenrolle dann doch gerecht, so scheint es. Zwei Matchbälle noch und die Rückhand sitzt 2-0 zur Pause für Saarbrücken. Vor allem Aufschlag im ersten Matchball. Und bringt ja. Und jetzt kommt es drauf an, Daniel Habeson gegen Tomasz Polanski. Habeson, den österreichischen Nationalspieler, würde ich hier schon favorisiert sehen auf dem Papier. Aber die Frage ist natürlich, wie kann er jetzt mit dieser Drucksituation umgehen? Es gibt jetzt für ihn wirklich die letzte Chance, hier sein Team noch im Spiel zu halten. Sonst ist der Traum vom Finale ausgeträumt. Und Polanski, der hat natürlich jetzt das Ganze ein bisschen leichter, er weiß, selbst wenn es schief geht, bei mir jetzt hier ist kein Beinbruch. Wir erinnern uns ans Hinspiel vor einer Woche, da hat Polanski auch eine sehr gute Leistung abgeliefert. Hat auch einen Punkt beigesteuert zum 3:0. Ein bisschen bewegt. Was für ein Ballwechsel hier. Kurioser. Schauen wir nochmal die Wiederholung an, wie den hier Polanski holt. Der Ball springt nochmal von der Kante und eine tolle Reaktion auch wieder von Habeson, der zurückbringt auf den Tisch. Kuriose Szenen von beiden, tolle Reaktionen hier an dieser Stelle. Oh ja, am Tisch. Ah, Polanski kann ausgleichen. Der Ball natürlich sehr, sehr glücklich, der Netzroller. Aber am Ende zählt es eben und dementsprechend 1:1 jetzt wieder in Sätzen. Spiel auch überhaupt nicht zufrieden ist, was er hier auf den Tisch bringt. Ist das kein gutes Zeichen? Also ein grandioser Punkt. Wieder eine schöne lange Rallye. Besseres Ende für Habeson in diesem Moment. Aber dann immer noch zwei Satzbälle übrig für Polanski und der bringt es durch. 2-1. Jetzt Saarbrücken auf dem besten Weg ins Finale am 11. Juni in Frankfurt. Ja, aber der war wieder super gespielt dafür. Muss denken ich an Sie dann, Sie können natürlich jetzt schon Tickets kaufen, ja, für das dieses Endspiel. Das hast du ja manchmal, da wird mit Sicherheit wieder ein tolles Event. Alle Infos und den Ticketshop, den finden Sie auf ttbl.de. Das ist an dieser Stelle nur der wichtige Hinweis. Super. Denn Fans dürfen dieses Mal wieder mit dabei sein. Ganz starker und Punkt. Das wäre toll, nach so ein paar Events, Pokalfinale, Meisterschaftsfinale, nichts verkehrt gemacht, aber ohne Zuschauer wollen wir es jetzt natürlich wieder richtig krachen lassen. Aber wer wird mit dabei sein? Düsseldorf hat das andere Halbfinale bereits gewonnen, das ist ja bekannt. Dementsprechend geht es jetzt hier um den Gegner für den Rekordmeister. Wir sind im fünften Satz inzwischen. Ja, und jetzt. Dieser eine kleine Ball war 4-1, der wird so ein bisschen. Und Habeson bei
beißt sich hier durch diese Partie. Ganz wichtig auch mal von Dani, dass man mal eine Faust sieht, dass er Emotionen rauslässt. Ne? Trifft hier jetzt auch gut und spielt. Hat doch noch die Chance hier, sein Team im Spiel zu halten. Die Chance lebt, aber der Ball muss natürlich drauf. Spiel. Aber dann Polanski mit Matchball. Und er gewinnt tatsächlich. Und das war es dann auch. Saarbrücken gegen Düsseldorf. Das Finale steht. Und in Mühlhausen sollten sie nicht zu enttäuscht sein. Das war eine ganz, ganz tolle Saison mit der ersten Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Bei den Mann in Gelb. Und wir hören jetzt mal die Stimmen zum Spiel. Trotzdem noch von den heimischen Fans feiern. Wird das in ein paar Wochen aus der Retro-Perspektive dann nochmal... Wir sind sehr froh und sehr stolz auf unsere Zuschauer. Ohne die wären wir nicht wo wir sind. Und wir sind sehr glücklich und dankbar. Noch einmal vielen Dank an alle unsere Zuschauer und den ganzen Verein. Was wir dieses Jahr zusammen erreicht haben, das ist ein Traum. Und ich hoffe, in Zukunft werden noch größere Erfolge kommen. Ja, wir sind natürlich mega happy, dass wir im Finale sind hier im wie angekündigt im absoluten Hexenkessel bestanden haben wir heute. Es war eine super Stimmung. Es ist immer sehr, sehr schwer in Mühlhausen zu spielen, aber ich denke, ja, dass wir schon am Ende auch verdient gewonnen haben. Natürlich das erste und das dritte Spiel gehen in den fünften Satz. Obi führt 2-0, dann wird es ein ganz anderes Spiel. Aber alles in allem, das 3-0 nehmen wir natürlich gerne mit heute, aber es war wie immer sehr, sehr schwer hier zu spielen.